Vertreter des Stadtverordnetenvorstehers, sehr geehrte Damen und Herren. Eines der wichtigsten Dezernate steht heute zur Wiederwahl an, zugleich eines, in dem das Auseinanderklaffen der Lebensbedingungen und Zukunftschancen der Kasseler Bevölkerung mit am stärksten sichtbar wird. An die zu wählende Dezernentin haben wir als Kasseler Linke politische Anforderungen, die ich im Folgenden kurz benenne. Das beginnt mit der Situation im Kita-Bereich, wo nach wie vor 700 Betreuungsplätze fehlen, 270 allein im Bund-Dittmold, der die Not riesig ist und der in den letzten Jahren angegangene Kita-Ausbau mit dem Bedarf nicht Schritt halten kann. Wir sehen zum einen die Notwendigkeit, verstärkte Anstrengungen zur Verbesserung der Betreuungssituation zu unternehmen und sowohl den Ausbau und die Neueinrichtung von Kindertageseinrichtungen zu forcieren, als auch die Bemühungen zu verstärken, qualifiziertes Personal hierfür zu finden. Das wird nicht gehen, ohne die dringend überfällige Aufwertung der sozialen Erziehungsdienste, sowohl in tariflicher Hinsicht als auch im Hinblick auf die Qualität der Arbeitsverhältnisse. Die Einstellung von Erzieherinnen mit befristeten Arbeitsverhältnissen ist kontraproduktiv und muss gestoppt werden. Das geht weiter mit der Problematik der Schulentwicklung in Kassel und der Verteilung der Bildungschancen. Es ist eine deprimierende Tatsache, dass auch in Kassel die soziale Herkunft nach wie vor prägend dafür ist, welchen schulischen Werdegang jemand einschlagen kann und welche Chancen im Leben für ihn oder sie gesellschaftlich vorgesehen sind. Deutlich wird das an den Gymnasialgruppen beim Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe 1. Ich beziehe mich auf Zahlen aus dem letzten Schulentwicklungsplan. Gehen an der Schule am Heideweg in Wilhelmshöhe nach der 4. Klasse 74,3% der Schülerinnen danach zum Gymnasium, sind es von den Abgängern der Karl-Anton-Henschel-Schule in Nordholland gerade einmal 23,2%, von der Schule am Wallen-Wesertor 17,8% und von der Schule am Lindenberg in Bettenhausen gar nur 11,1%. Und bei dem stadtteilbezogenen, nicht unerheblichen Anteil von Einschulungen an den Privatschulen kann davon ausgegangen werden, dass die soziale Segregation im Bildungswesen eigentlich noch viel drastischer ist, als auf den ersten Blick bereits erkennt. Um hier gegenzusteuern, brauchen wir einen Schulentwicklungsplan, die Förderung der integrierten Gesamtschule als Schulform ins Zentrum stellt und konsequent für eine Schule für alle Schülerinnen einsetzt, in der heterogene Lerngruppen in sozialer Hinsicht, wie auch von den Lernvoraussetzungen her, zusammen lernen können. Das bedeutet langfristig auch, dass unserer Meinung nach das Gymnasium und der Sekundarstufe 1 verschwinden. Davon sind wir in Kassel weit entfernt, aber in einer solchen Vorstellung werden wir die neue Bildungsdezernentin messen und erwarten ihre Handschrift in dieser Hinsicht im nächsten Schulentwicklungsplan wiederzufinden. Dazu gehört aber auch das verheerende Experiment einer Inklusion mit leeren Händen, das in Hessen und auf Kassel praktiziert wird, zu beenden und Inklusion endlich bedarfsgerecht auszugestalten. Denn es hilft uns keine Modellregion Inklusion, wenn die Stellen nicht da sind und planmäßig sämtliche pädagogischen Standards zum gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen unterlaufen werden. Und das ist zwar in erster Linie die Sache des Landes, aber eben nicht nur, denn sowohl von den räumlichen Standards her als auch im Hinblick auf die pädagogischen Assistenzkräfte und Schulsozialarbeiterinnen her ist die Stadt daran ganz massiv beteiligt. Dem entspricht auch unsere Forderung nach dem Ausbau der Schulsozialarbeit, gerade an Schulen in sozioökonomisch benachteiligten Stadtteilen. Denn da helfen auch keine U-Bus-Stellen vom Land, die nach dem Gießkannenprinzip ausgestreut werden, wenn die eigentliche Anforderung doch die ist, gerade in den Schulen, deren Schülerinnen von Armut, prekären Lebensbedingungen, zerbrochenen Elternhäusern und sozialer Perspektivlosigkeit geprägt sind, die Schule als Sozialisationsraum zur Stärkung sozialer und Bildungskompetenzen weiterzuentwickeln. Und das geht nur, wenn sie multiprofessionell aufgestellt ist. Hierfür ist allerdings nicht nur der deutliche Ausbau der Zahl der Stellen notwendig, sondern auch, dass diese Stellen unbefristet und direkt in der Stadt sind. Auslagerung an Jafka und Stadtbildung, die befristeten Verträge von teilweise gerade mal 6 Monaten, müssen enden. In dieser Hinsicht gab es in den letzten 2 Jahren schon einige Fortschritte durchaus, aber noch immer keinen Durchbruch auf ganz Ende. Und last but not least ist auch die Stärkung der offenen Jugendarbeit ein wichtiges Anliegen, bei dem es in letzter Zeit einige Fortschritte gegeben hat. Das betrifft sowohl das Jugendzentrum 27 Nord in Nordholland, das dringend übrigens eine weitere Stelle braucht, um den riesigen Bedarf abdecken zu können, als auch eine langfristige und verlässliche Förderung für essentielle Projekte wie Streetbolzer e.V. und Freestyle. Die ist jetzt angelaufen und die soll auch bitte schön fortgesetzt und ausgebaut werden. Die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die von einer zunehmenden Prekarisierung und Unsicherheit der Lebensperspektiven
einer sich vertiefenden sozialen Spaltung und einem daraus resultierenden Vertrauensverlust in die Gestaltungsmacht von Politik im Allgemeinen geprägt. Kann kommunalpolitisches Handeln nicht grundlegend verändern. Aber sie kann gegensteuern, soziale Schutzmechanismen kommunal ausgestalten und Lebens- und Teilhabechancen sichern. Dies gilt in besonderem Maße für die Handlungsfelder der heute zu wählenden Dezernentin. Hier haben wir hohe Erwartungen und werden die Gewählte kritisch begleiten.